Durch den Tod von Stephen Hawking im März diesen Jahres haben wir ein brillantes Genie auf der Welt weniger. Seine Gedanken haben nicht nur Physikerinnen und Physiker fasziniert, sondern auch Laien, die eigentlich mit diesen Themen nichts am Hut hatten. Er war quasi der Popstar in der Wissenschaft und eines kann ich verraten, es geht hier um schwarze Löcher und die Evolution des Universums. Herzlich willkommen bei Klicks zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Ja, und vielen Dank. Ich habe mich persönlich sehr gefreut, dass ihr euch in unserer WhatsApp-Community gerade dieses Thema gewünscht habt. Ich möchte das Universum ganz und gar verstehen. Ich möchte wissen, warum es so ist, wie es ist und warum es überhaupt existiert. Dieses Zitat von Stephen Hawking beschreibt wohl perfekt seine Ziele. Und ja, er hat einen sehr großen Teil dazu beigetragen, dass wir heute das wissen, was wir wissen. Schwarze Löcher. Schwarze Löcher sind wohl der Grund, warum Stephen Hawking auch weit über seinen Forschungsbereich hinaus bekannt wurde. Stellt euch mal vor, schon 1971 hat der theoretische Physiker eine Theorie zum Verschmelzen von zwei schwarzen Löchern aufgestellt, doch erst im Jahr 2016. Also 45 Jahre später konnte seine Vorhersage auch im Experiment bewiesen werden oder beobachtet werden im Weltall. Demnach ist die Oberfläche des neuen Objektes größer als die Summe der beiden Oberflächen der Ausgangsobjekte. Das Krasse daran, Stephen Hawking beschäftigte sich schon mit schwarzen Löchern, als es nicht einmal Beobachtungsdaten dazu gab. Der Physiker dachte quasi nur mit Hilfe seines eigenen Gehirns, Papier und Bleistift darauf herum und kam so zu der Erkenntnis, dass schwarze Löcher keineswegs eine Einbahnstraße sind, sondern laut den Naturgesetzen verdampfen müssen. Zu der sogenannten Hawking-Strahlung komme ich gleich noch viel ausführlicher. Jedenfalls folgt aus dieser Überlegung auch das sogenannte Informationsparadoxon. Der Fachbegriff für den folgenden Widerspruch. Geht es nach Einsteins Relativitätstheorie, müsste Materie beim Überschreiten des Ereignishorizonts eines schwarzen Loches verschwinden. Und zwar gemeinsam mit der von der Materie transportierten Information, die dann für immer verloren wäre. Die Quantenmechanik dagegen sieht das anders. Demnach kann eine Information nicht vernichtet werden. Dazu schreibt Hawking im Jahr 2013, die Information geht nicht verloren, sie wird nur nicht in brauchbarer Weise zurückerstattet. Es ist so, als würden Sie eine Enzyklopädie verbrennen. Streng genommen geht die in ihr enthaltene Information nicht verloren, wenn Sie allen Rauch und alle Asche sorgfältig aufheben, aber sie lässt sich sehr schwer lesen. Noch im Oktober diesen Jahres war eine Arbeit von Hawking zu schwarzen Löchern veröffentlicht worden, die er wohl kurz vor seinem Tod erstellt hatte. Wir hatten ja hier bei Klicks zum Science Fiction darüber berichtet und auch hier beschäftigte er sich mit dem sogenannten Informationsparadoxon. Hawking hat sich sein ganzes Leben lang mit schwarzen Löchern beschäftigt. Seiner Meinung nach haben schwarze Löcher nicht nur Masse, Ladung und einen Drehimpuls, sondern auch Temperatur. Somit müssten sie Wärme in den Weltraum abgeben und am Ende ganz verdampfen, so Hawking. Wo geht also die Information hin, wenn ein schwarzes Loch verdampft und mit ihm alle Objekte, die es eingesaugt hat? In seiner letzten Arbeit hat Hawking dafür einen Lösungsansatz präsentiert, der erklären könnte, wie zumindest ein Teil der Information eben nicht verloren geht, sondern erhalten bleibt. Im Mittelpunkt dieser Überlegung steht die Entropie, womit quasi der Grad der Unordnung beschrieben wird, eine Ausprägung von Informationen. Wenn also ein Objekt in einem schwarzen Loch verschwindet, steigt sowohl seine Temperatur als auch die Entropie. Diese könnte gegebenenfalls mit Photonen, also Lichtteilchen, erfasst werden, die den Ereignishorizont des schwarzen Loches umkreisen und womit Information dann durch diese Photonen erfasst würde. Leider ist damit das Informationsparadoxon noch nicht gelöst, denn immer noch nicht ist klar, ob die Entropie alles widerspiegelt, was in einem schwarzen Loch landet. Zweitens, der Urknall. Das Universum hat einen Anfang. Hawking schloss seine Doktorarbeit im Jahr 1966 ab und schon zu dieser Zeit war ihm die Aufmerksamkeit seiner ganzen Kollegen und Kolleginnen gewiss, denn damals hatte er einzig und allein aus der Einsteins Relativitätstheorie abgeleitet, dass das Universum einen Anfang haben muss. An der Urknalltheorie hatte der Großteil der Fachwelt vorher gezweifelt. Mittlerweile ist die Big Bang Theory längst etabliert. Hawking hatte die Erkenntnis, dass die Zeit erst mit dem Urknall in die Welt gekommen sein konnte und die Evolution des Weltalls war wohl neben den schwarzen Löchern Hawkings große Leidenschaft. Unter anderem erkannte er, dass sich die Singularität im Urknall und in einem schwarzen Loch gleichen. Seiner Ansicht nach kann das gesamte Universum aus einer Singularität
Singularität entstanden sein. Ein großer Stern kann demnach aber auch zu einer Singularität zusammenstürzen. Das gibt die allgemeine Relativitätstheorie jedoch nicht her, denn danach müsste das Universum eigentlich einen Anfang haben. Doch auch dafür hatte Hawking dann eine Lösung parat. Eine Art imaginäre Zeit, die ihren Anfang am Südpol hat. Somit kann der Anfang des Universums auf den Südpol einer Kugelfläche gelegt werden. Die Singularität wird damit vermieden, denn das Universum ist damit in sich geschlossen wie eben eine Kugelfläche, die auch keinen Rand hat. Diese Überlegung von Hawking wird oft als die Kein-Rand-Hypothese bezeichnet und ist seiner Ansicht nach der Schlüssel zur Schöpfung, zur Antwort auf die Frage, warum wir hier sind. Auf den Punkt gebracht wäre der Urknall gar kein Urknall, sondern eben der Südpol unseres Universums, womit es eben den Urknall nicht als Anfang gäbe, sondern eher ein Punkt auf einer Kugel wäre. Das Universum wäre dann auch in der Zeitdimension eine Kugel und es gäbe eben keinen Anfang und kein Ende. Und das ist wirklich verrückt. Ich denke mir gerne mal so mein Leben. Es ist eine Einheit und nichts davon ist vorbei. Das ist dann letztlich sogar nur eine Illusion. Drittens, die Hawking-Strahlung. Seine Erkenntnisse zu schwarzen Löchern und der sogenannten Hawking-Strahlung sind vielleicht der Paukenschlag überhaupt des brillanten Genies. Hawking nämlich erkannte, dass die oft als Staubsauger bezeichneten schwarzen Löcher nicht nur Materie verschlucken. Bis dahin nahm die Fachwelt an, dass schwarzen Löchern nichts, einfach gar nichts entkommen kann. Doch der Physiker zeigte, dass sie Strahlung aussenden und letztendlich langsam verdampfen, bis sie dann irgendwann verschwunden sind. Heißt also, schwarze Löcher halten nicht bis in alle Ewigkeit. Und das waren tatsächlich nicht nur überraschende, sondern sogar revolutionäre Erkenntnisse. Diese Strahlung wurde dann einige Zeit später als Hawking-Strahlung bekannt. Ja, da haben wir auch ein ausführliches Video zu gemacht. Der Physiker ging sogar davon aus, dass es irgendwann einmal ein Zeitalter geben wird, in dem im Weltall keine schwarzen Löcher mehr existieren. Was jedenfalls besonders faszinierend an seiner Überlegung zur Hawking-Strahlung ist, dass sie durch die Anwendung der Quantenmechanik erst möglich wird. Schwarze Löcher dagegen entstehen durch Überlegungen der allgemeinen Relativitätstheorie. Der größte Traum der Physik ist es, diese beiden Theorien zusammenzubringen. Eine große Herausforderung in diesem Zusammenhang. Experimentell konnte die Hawking-Strahlung bisher noch nicht nachgewiesen werden. Dies gestaltet sich als schwierig, weil sich schwarze Löcher zum einen in astronomischen Distanzen finden und die Hawking-Strahlung wohl eine sehr geringe Intensität hat. Zudem könnten andere Strahlungseffekte in der Umgebung des Lochs diesen Effekt überwiegen. So ist der Nachweis der Hawking-Strahlung bei echten schwarzen Löchern wohl fast unmöglich. Doch moderne Teilchenbeschleuniger könnten das Unmögliche möglich machen, wenn es gelingt, schwarze Löcher künstlich im Labor herzustellen. Wow, das wäre wirklich revolutionär. Aber keine Angst, jedes Objekt ist quasi ein schwarzes Loch. Es hat einen Schwarzschildradius, in dessen Bereich alles in sich zusammenfällt. Allerdings ist er dann meistens so klein oder eigentlich immer so klein, dass eben kein schwarzes Loch entsteht. Bei der Erde zum Beispiel 8,8 mm und bei der Sonne 3 km. Dementsprechend sind eben auch schwarze Minilöcher vollkommen ungefährlich. Aber es wäre der Hammer, wenn ein solches Loch erzeugt werden könnte und dann die Hawking-Strahlung gemessen werden könnte. Wow. Wenn es soweit ist, werden wir natürlich darüber berichten. Wenn ihr dieses Video dann nicht und auch alle anderen Videos verpassen wollt, dann abonniert Klicksum auch auf Englisch, denn auch da gibt es immer wieder Videopremieren. Einfach dafür hier draufklicken und direkt hier geht's auch weiter mit Mankind Lives in Two Galaxies. Ja, bis bald hoffentlich auch auf dem englischen Kanal. See you soon. Stay tuned. Unbedingt draufklicken.